Gespräch 2, Brad Andek, das war der, der zusammengebrochen ist, der damit daran beteiligt gewesen ist. Gespräch 2, Susan Orpott. Jetzt machen aber auch, Gespräch 2, Ron Feller, jetzt machen aber auch die anderen Sachen wieder mehr Sinn. Na, ganz am Anfang die erste Ruine, in der wir gewesen sind. Das konnte man noch gar nicht richtig zuordnen. Warnung. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. Okay. Ist das die medizinische Abteilung? Was ist das? Gestrandete Fesseln? Was? Gestrandete Fesseln? Was? Was ist das? Das ist ein Spezialobjekt? Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die ausgefallensten Händler wertvoll. Fesseln hergestellt aus einem unbekannten glatten Material. Das war so eine Art von Handschellen. Okay. Und wenn man dann von der Drohne liest, die angeblich autark getötet hat, wird einem schon ein bisschen anders. Ja. Ja, ja. Wird ja immer erschreckender, ne? Und auch so anonymisiert. Das ist gar nicht gut. Oh. Oh, das ist. Was ist die Leichenhalle? Ich komme immer auf die Fesseln nicht klar. Huch. Das ist einfach nur eine Sackgasse, ne? Ist das eine Sackgasse? Ja. Eingesammelt, die hören wir uns auch gleich an. Da sollen wir weiter. Hier ist noch was. Halt. Beraterrichtlinien 2. Warte mal, die Beraterrichtlinien haben wir noch gar nicht gehört. Ne? Das waren immer nur jetzt eben gerade die Gespräche. Achso, von hier kam ja, alles klar. Wo sind denn die Beraterrichtlinien? Sind die nicht in dem gleichen Datenpunkte? Die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Das eine ist, glaube ich, dann Harris, das andere ist Sobek, ne? Beraterrichtlinien 1. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerliche Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharaoh-Plage und zur Sicherung des Fortbestandes des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und als nicht durchführbar erkannt wurden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut. Die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen, Anhang B1, sowie über die Undurchführbarkeit, Leben in Orbit, Mond- oder Unterwasseranlagen zu erhalten, Anhänge C1, C2, C3, sodass Sie diesbezüglich Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann.
Die Kandidaten sollten nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeit-Support für Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. Assas, alles klar. Schlaf schön. Eine gute Nacht. Bleib gesund, bleib geduldig und pass auf dich auf. Gute Nacht, schlaf schön. So, und Bereiterrichtlinien 2 für die Nachbesprechung nach Präsentation 2. Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme am Projekt Zero Dawn entschließen, ohne zusätzlichen Druck und ohne eine Wertung seitens des Beraters. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen ausgewählt wurden. Betonen Sie, dass Ihre engagierte Teilnahme an Zero Dawn die Erfolgsaussichten des Projekts erhöhen wird. Stellen Sie die Teilnahme an Zero Dawn als eine Möglichkeit dar, aktiv auf eine überwältigende Bedrohung zu reagieren. Die Kandidaten könnten die Fairness ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale, sogar bewundernswerte Reaktionen an. Bekräftigen Sie den Wert der Kompetenz der Kandidaten für die Zukunft, nicht nur für die Menschheit, sondern für das gesamte Leben auf der Erde. Weiterhin könnten Kandidaten sich aus moralischen Gründen dagegen sperren, dass sie und ihre Angehörigen auch nach Zero Day weiterleben dürfen. Erkennen Sie ihre Bedenken an. Räumen Sie ein, dass die Elysium-Belohnung zwar nicht gerecht, aber verdient sein wird. Wenn möglich, nutzen Sie die ethischen Bedenken, um eine größere Hingabe für das Projekt zu erreichen. Wenn Kandidaten die Plausibilität von Projekt Zero Dawn hinterfragen, erlauben Sie ihnen, Dr. Sobecks Präsentation so viele Male anzusehen, wie Sie wünschen, und ermöglichen Sie den Zugriff auf die Hintergrundartikel GO1 bis P20. Bis P20. Lassen Sie eine Unterbrechung des Gesprächs zu, damit Sie die Dokumentation verinnerlichen können. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung aufzunehmen. Setzen Sie sie über die Wartefrist von 48 Stunden in Kenntnis, in denen Berater zur Verfügung stehen, um über Ihre Entscheidung zu reden. Betonen Sie, dass die Sterbehilfe nicht ohne eine abermalige Zustimmung stattfinden wird. Wenn der Eingriff anberaumt ist, niemand wird gegen seinen oder ihren Willen getötet. Kandidaten, die sich für unbegrenzten Gewahrsam entscheiden, müssen darüber informiert werden, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen können. Danach Daten beschädigt. Elysium. Weiterhin könnten Kandidaten sich aus moralischen Gründen sperren, dass sie und ihre Angehörigen auch nach Zero Day weiterleben dürfen. Okay. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum Wahren. Das ist so klar, so eiskalt, so sachlich, diese Informationen da jetzt rüberkommen. Das ist echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck vom Projekt Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens, Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Zweitens, unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme am Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeiten gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen.
Oh, okay. Ich muss das eben kurz nochmal Revue passieren lassen. Drittens, Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Das ist so übel. Das ist so übel. Okay. Gut, wir scheinen auch hier alle Datenpunkte eingesammelt zu haben. Gehen wir mal weiter. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Mhm. Eindringling, schnapp sie! Och, komm. Egal, was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Ich gebe mir Mühe. Danke, Silence. So pragmatisch, ne? Oh, das sind solche Dinger. Okay, jetzt sieht das Essen. Das wollte ich gar nicht. Ich will das Ding aufnehmen. Nimm das Ding bitte auf. Ich will auch mal. Damit sollte ich schaffen. Ich will jetzt aber auch mal so richtig ran hier. Okay. Gut. Protokoll Tom Peck. Ach, jetzt habe ich die zweiten Dings noch nicht. Das hören wir uns da alles zusammen an. Genau, ich habe die anderen eben nicht, die Sprachnachrichten. Die haben wir uns nicht angehört. Wir haben nur diese Beraterrichtlinien gehört. Okay. Und da kamen wir eben gerade raus. Da war aber auch sonst nichts weiter, ne? Also da hätte ich auch reingekommen. Oh, Geheimnis. Voll durch den Tunnel gekrabbelt. Okay, da kommen wir nicht durch. Alles klar. Was? Christina Suvey. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Eine Familie wird gerettet? Hä? Ach man, weil ich wieder E gedrückt habe. Also eben, hören wir uns leider mal in Ruhe an. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Das war immer ein bisschen komisch hier mit der Aufteilung der Steuerung. Travis Tate. Haben wir auch. Huch. Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Nein. Oh, Feuerstürmer mal bitte da, wo er ist. Will nur eben die Sachen einsammeln, Sprengball. Muss ich den mitnehmen? Schauen wir gleich mal eben. So, jetzt haben wir ja wieder so viele Notizen eingesammelt, Datenpunkte. So. Brad Andek, genau, das war der mit Farrow zusammen das entwickelt hat. Na
Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobeck, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Farrell zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Okay, merkwürdig. Ja klar, weil Star Wars und all sowas gegeben, ja gut, es gibt ja andere Science Fiction, davon mal abgesehen. Den finde ich ein bisschen merkwürdig, den Brad Andek. Ich meine, immerhin hat er erstmal mitgemacht und jetzt auf eine Art und Weise, er war da wohl fasziniert von, was man wohl machen kann, erreichen kann. Auf andere Weise sagt er aber jetzt, oh, ich will das wieder gut machen. Es ist so eine Naivität, so eine merkwürdige. Susan Allport? Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobecks Arbeit bei Miriam, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor. Wie wir? Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Okay. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobeck ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie! Nehmen Sie Ihre Hände weg! Okay, wir reagieren alle unterschiedlich. Tom Peck. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde, also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow, wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig.
Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meint, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey? Christina Suvey? Ja? Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Und Travis Tate, das war der, der so rotzig gewesen ist, ne? Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben. Das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn? Nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen Kortisane-Schnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Aber bis jetzt haben wir nicht, bis auf jetzt, na, die hatten alle eigentlich ihre Vorbehalte und zu Recht. Das ist irgendwie ein was Unvorstellbares, so eine abstruse Geschichte. Okay, ich hoffe, ich brauche den Feuerstürmer nicht. Wenn wir da jetzt runtergehen. Hallo, Pilze mitnehmen? Danke. Oh, kriegen wir eventuell... Kriegen wir hier eventuell... Dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Kriegen wir hier vielleicht nochmal wieder eine Dingsbums, eine Energiezelle? Das wäre schön. Was haben wir denn da? Wieder sowas, hey, Schönes mit Vögeln? Brits Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HL-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brits Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Hey, Brits Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HL-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ist hier vielleicht eine Art Lager? Ich bin nicht Brits Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Okay. Parker, Ende. Der Code Nexus. Wir brauchen also... Das ist der Feuerstürmer, naja. Okay. Ein Lager, wo eventuell Ersatzteile zu finden sind.
Okay. Aha. Ja. Ach so. Ja. Nein. Hä? Das sah eben so aus, als wenn man durchkrabbeln könnte. Okay. Ich muss da aber auch hin. Versorge die Tür mit Strom. Mann, ich bleib hier mal hängen. Erstellt? Ja, ja, das hatten wir schon. Ach so, ach Mensch, da sind die Pfeile drauf. Ich sollte vielleicht einfach auch mal ohne gucken. Da fehlt ein Ersatzdings, aber die können wir ja benutzen. Was haben wir denn da? Links, oben, links, unten, rechts. Links, oben, links, unten, geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Die Tür da überprüfen. Welche Tür da? War da eben auch schon eine Tür? Okay, warum habe ich nicht darauf geachtet, dass man hier durch kann? Egal, vergessen wir es. Aufheben. Was ist denn aufheben? Na also, sieht intakt aus. Ach so. Ach, weil der so verkrustet aussah. Das ist, für die Tür, der Ermitter. Hm. Okay, dann setzen wir den mal ein. Installieren mit Q. Das sollte gehen. Dann so. Mal auf mit der Tür. Oben, links, unten, rechts, oben. Oben, links, unten. Noch einmal. Und was? Rechts oben. Was? Warte mal. Nach oben. Nach links. Nach unten. Nach rechts. Das Ding ist auf dem Kopf. Das war Brad, ne? Das ist das, worüber sie sich aufgeregt hat. Ja, alles klar. Ich sehe, dass mich gerade das Pharaoh auf dem Kopf steht. Also genau umgekehrt. Nach unten. Nach links ist korrekt. Der muss nach oben. Nochmal. Und dann nach rechts und nach unten. Rechts ist richtig, nach unten. Das war's. Okay. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Die Tür sollte wieder Strom haben. Das war die, die da oben ist. Okay. Muss ich die Waffe mitnehmen? Eclipse. Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Was? Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt.
Och, es ist zu. Erledige die Eclipse. Gleich hinterher sind. Zwei. Zum Glück nur das Feueroutfit an. Komm hoch. Na. Dass sie mal rumrollen müssten. Okay, die haben wir. Ich komme mehr. Sie kommt uns holen. Ja, ich komme, um euch zu holen, aber sowas von. Also das Geheimnis von der... Den Feuerfall ich ganz gerne mag. Wo ist er hin? Hallo? Was ist mit dem? Rauskommen. Das kommt mir gelegen. Gesundheit? Der weiß nicht, der steht einfach nur, ne? Hab ich dich! Da ist er, jetzt sehe ich ihn. Das Sicht ist ja aber auch wirklich sau schlecht. Hab ich dich! Ich dich auch. Das war der letzte. Strukturversagen am Haarschluss. Ich wiederhole. Oder auch nicht. Och, Mann. Ach, der Schatten soll sie erhalten. Die Sonne kann dich jetzt. Mann! Nimm sie weg! Ich muss mal irgendwie kurz. Jetzt ist hier auf. Wo denn? Du wirst den Schatten. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Silence, halt die Klappe. Nein, lass den Todbringer bitte da, wo er ist. Ich will nur die Sachen aufheben. Och Mensch, nein, das sind diese ollen Gewehre, ne? Okay. Puh. Oh. Oh, das ist so warm hier drin. Oh.
sein wird. Ja. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Helfer ist es halt. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Also da ist sie. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Oh ja. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Ja, den Gurkenminztee, ich sehe es förmlich vor mir. Deswegen ist er auch hier ausgegangen, weil Silence den hat. Das ist... nach dem, was die alles da erlebt haben und auch zugrunde gegangen sind, die Menschen, auch die da jetzt noch gearbeitet haben, wollten die trotzdem die Maschinen wieder bauen oder bauen lassen von Gaia? Okay.